Ja, hallo zusammen. Wir sind weiterhin auf der Suche nach der Quest, die hier in Fort Econ irgendwo sein soll. Welche ich aber allerdings immer noch nicht gefunden habe. Ich hoffe, ich finde sie noch. Ach, Schnauze. Und von hinten anschleichen zählt auch nicht. Um das mal deutlich zu sagen hier. Mann. So, ist jetzt Ruhe. So. Die Frage ist, verlassen wir Fort Econ hier wieder oder verlassen wir es nicht? Ja, tun wir. Also müssen wir nochmal in die Richtung schauen. Irgendwo muss doch diese Quest sein. Das kann ja nicht angehen. Da oben könnte noch was sein. Irgendwie. So, hier so vielleicht. Wir können erstmal die Treppe hier hochgehen. Da war ja noch eine Schatzkiste. Hallo, Treppe hochgehen. Danke. Da war noch eine Schatzkiste. Wusste ich's doch. So, hier haben wir noch ein paar Kistchen. Mehr ist hier auch nicht. Ja, faszinierend ist immer noch, dass diese Axt, die ich bei mir trage, immer noch von einem Schaden her das Nonplusultra ist. Da habe ich auch echt noch nichts Besseres gefunden. Und ja, schauen wir mal weiter. Aber ich habe den Eindruck, dass wir hier am Ende sind. Ja. Ich gucke jetzt nochmal in die Quest. Norden von Fort Econ. Ja. Unter Fort Econ im Norden begraben. Ja, sehr witzig. Da sind wir aber schon aus Fort Econ wieder raus. Das ist ja mal strange. Das ist ja mal echt strange. Und da sind wir wirklich... Das kann doch nicht sein. Ich habe auch keine Höhle oder so gefunden, die... Und im Norden wäre ja da oben, aber da war ich ja gerade drinne. Also, das ist jetzt die Frage, ob im Norden von Fort Econ oder allgemein hier im Norden, ihr wisst, was ich meine. Den Eingang sind wir gerade reingegangen. Da war nichts. Ich bin echt verwirrt. Mich nervt das gerade so ein bisschen. Wisst ihr was? Ich werde mal eine kleine Aufnahmepause machen und das werde ich mal googeln. Irgendwo muss das doch sein. Also sage ich mal, bis gleich dann. Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge Grim Dawn. Und ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ach ja, die sind oben drauf. Ich wollte gerade sagen, was hängen die da in der Luft herum? Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Ja, er zeigt mir auch schon questtechnisch was an. Ich bin, by the way, mal wieder vollgepackt bis unterm Dach. Das kennt man ja von mir. Alles andere wäre auch überraschend. Ich hatte jetzt aber auch keine Lust, wieder zurück zu marschieren bzw. zu porten. Wenn nette Items kommen, kann ich immer noch andere Sachen mit leer räumen. Muss mal eben schon trinken. Mal eben gucken, ob wir vielleicht so noch ein bisschen Platz schaffen können. Ja, marginal zu vernachlässigen sozusagen. Da kann man ein bisschen goldenes Zeug hier loswerden. Das ist grün, das behalten wir. So. Nur ein bisschen was rauswerfen. Damit wir wegen ein bisschen Platz haben, was aufzunehmen. Macht ja Sinn. So, was haben wir denn in der Tasche hier noch? Ja, tschüss. Grün behalten wir erstmal. Gold geht wirklich, Gold geht. Ne, das war ja nicht Gold, das war ja ziemlich grün. Und damit haben wir zumindest minimal Platz. Und hier noch was Goldenes. Auf 477 Rüstung. So langsam sehe ich, kommen wir an einen Punkt, wo wir wirklich drüber nachdenken sollten, auch mal zu wechseln.
Das kann ja nur so jetzt. Ah, die ist natürlich nice. Aber ich tausche einfach mal. Rüstung ist natürlich auch nicht so unwichtig. Aber wir gehen mal rein. Ein bisschen Platz haben wir jetzt wieder, sodass wir wenigstens nicht sofort alles wegwerfen müssen. Hallo, Tagchen. Diesen Bereich hatte ich komplett übersehen. Ich war zuerst verwirrt, wo zum Teufel das sein soll. So. Goldenes Zeug nehmen wir jetzt auch gar nicht mehr erst auf. Genau, wir sind hier in einem Grab und dann muss es hier irgendwo einen Geheimgang geben. So wurde gesagt oder geschrieben. Das war auf den Maps jetzt nicht so gut zu erkennen, fand ich, die man so gefunden hat. Deshalb werden wir sehr genau schauen. Ich will es ja auch nicht verpassen. So. Bisher ist ja auch nichts Besonderes gefallen. Heiltrank nehmen wir natürlich immer mit. Schrott natürlich auf. Wieso ich den jetzt eben liegen lassen habe, ist mir ja ein kleines Rätsel. Guten Tag, die Herren. Schnauze. Immer noch Schnauze. Ja, 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 ja. Meine Güte. Ist jetzt gut? Kann man nicht angehen hier. Dann haben wir ganz schön Prügel bekommen. Gehen wir mal hier weiter. Wir machen jetzt mal... Au, 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 au. Ei, 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 ei. Da ist aber richtig Party. Muss man mal so sagen. Tag. Hallo, Alter. Was geht hier ab? Ich beziehe ja ganz schön Prügel. Das muss man mal so sagen. Also, bezieht euch. Tag, die Herren. Hört mal auf hier. Schluss mit lustig. So. Meine Güte, hier wird ganz schön ausgeteilt. Aber diesen Geheimgang dürfen wir nicht verpassen. Den es hier durchaus geben soll. Ey. Aufhören. Auf mich schießen geht mal gar nicht. Weiter. So. Dann können wir hier mal weiter gucken. Jungs, ihr macht das schon, finde ich gut. So. Blitzschaden könnte ich auch an die Backe schmieren, aber sowas von. So, hier geht's aber irgendwie. Doch, hier geht's weiter. So, den Rest dürft ihr dann machen. Ich halt dann mal von innen rein. Ich frag mich ja, wer oder was hier so einen scheiß hohen Schaden bei mir verursacht. Mal da. Blinkt. Ein polierter Smaragd, der da vor sich her blinkte. Wie gesagt, das goldene Zeus lasse ich jetzt mal liegen. All dieweil. Aha, das ist ja toll. Habe ich hier irgendwas verpasst? Ach da? Nee.
Da ist kein Durchkommen. Da ist Schluss mit lustig. Da ist ein Durchkommen. Hallo? Na, dann machen wir mal was. Das sollten wir mitnehmen. Alles andere wäre dämlich. Wie komme ich denn jetzt? Ach, da. Schnauze. Immer noch Schnauze. Was denn noch? Ach, falsche. Den benutze ich übrigens so gar nicht mehr. Ihr macht das schon. Finde ich okay. So. So, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Geheimgang. Aber gut, wir gehen da jetzt einfach mal rein, wenn ich gleich einen Schluck getrunken habe. Und dann schauen wir einfach mal, was uns da so erwartet. Ich hoffe, dass wir da nicht wieder rauskommen. Das wäre doof. Ab in die Gruft. Wer haut da wem eigentlich schon wieder aufs Maul, hä? Ey. Mach mal locker hier. La 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 la. So. Ihr könnt mich also durch Mauern sehen. Das ist ja mal höchst interessant. Ah ja. Macht 500 Schaden weniger als die jetzige, die ich habe. Tag. So, wir ziehen uns mal zurück hier. Alter, das macht aber auch Aua. Jetzt muss ich gleich mal gucken, weil da ist jede Menge grünes Zeus. Ah, das nehmen wir mit hier. Ein Abzeichen passt immer. Noch ein Abzeichen. Und das Ding würde ich auch gerne mitnehmen. Danke. Ach ja. So. Da ist ein Kistchen. Nehmen wir doch gerne alles. So. Da haben wir noch was Grünes. Das habe ich wohl übersehen. Ach komm, lass liegen. So, ist hier irgendwo ein Geheimgang? Mal drauf achten. Schnauze. Autsch. Das war böse Aua. Das war echt böse Aua. Ja.
Meine Güte, wer hat denn da eben so ausgeteilt? Böse, böse Miezekatze. Macht man sowas? Nein, das macht man nicht. So. So. Ungelöste Probleme. Ja, die haben wir doch alle. So, gib her hier. Autsch. Kannst du das mal lassen? So, Jungs, hallo. Alter, ist jetzt mal gut hier. Die teilen echt gut aus, die Buben. Buben, ja. Buben. Erinnert mich an das Let's Play von Gronkh. Ah, meinte den hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sag mal, könnt ihr euren Blitzkack mal lassen? So, könnte meine Lebensregeneration hier mal ein bisschen besser werden? Das haben wir auch schon besser gesehen. So, Ruhe im Kabuff. Ja, sieht so aus. Okay, ihr Lieben, dann bin ich mal gespannt. Ist da irgendwas? Ich will das jetzt nochmal eben schauen hier. Schnauze. So, und jetzt dadurch? Ja, sieht so aus. Nun gut, ihr Lieben, dann werde ich hier eine kleine Folgenpause machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und schauen, was uns dahinter erwartet. So wie es auf der Map aussieht. Nee. Doch, da sage ich doch, da ist die Quest. Okay, ihr Lieben, ich bedanke mich für euer Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.